Servus und hallo zusammen. Heute habe ich für euch einen Wheated Whisky mitgebracht und zwar den W.L. Weller Special Reserve. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch wieder einen Kentucky Straight Bourbon verkosten. Und zwar geht es heute um den W.L. Weller Special Reserve. Es geht hier um diese Flasche. Man nennt ihn auch wegen dem relativ neuen Design Green Label. Vorher hat er anders ausgeschaut, war es eine durchsichtige Flasche. Ohne einem aufgeklebten Label war direkt auf die Flasche geschrieben. Ich finde das Flaschendesign vom W.L. Weller tatsächlich recht ansprechend. Das ist eine schöne Flasche. W.L. steht übrigens, ich habe es mir aufgeschrieben, für William LaRue Weller. Jawohl, was haben wir hier? Wir haben einen Wheated Bourbon, was nicht so oft vorkommt, aber doch auch bei uns zu haben ist. Und zwar ist es wohl the original Wheated Bourbon. So wird es von Weller verkauft. Das heißt, Weller bezieht sich darauf, wohl der erste oder einer der ersten Whiskybrenner gewesen zu sein, die einen Wheated Bourbon auf den Markt gebracht haben. Weller hat damals den Roggenanteil im Whisky durch Wheat, sprich Weizen, ersetzt, was einen sanfteren, weicheren Bourbon-Charakter hervorbringen sollte. Jo, der Special Reserve ist der Einstieg praktisch bei W.L. Weller. Ich habe diese Flasche hier aus England in diesem Jahr noch bezogen von Masters of Malt. Master of Malt heißt genau richtig. Leider kann man dies im Moment aufgrund der derzeitigen Brexit-Situation nicht mehr. Master of Malt liefert nicht mehr in die EU. Bis auf Weiteres schade, weil dies für mich auch eine recht interessante und spannende Bezugsquelle war. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, sollte man dort wieder Spirituosen-Whisky beziehen können. Sage ich es in einem der nächsten Videos, aber Stand viertes Quartal 2019 ist dies nicht möglich. Nur so als kleine Randnotiz vielleicht. Zurück zum Special Reserve heute aber. Was kann ich euch sagen? Er ist mit 45 Volumenprozent, sprich 90 Proof, abgefüllt worden. Er ist da ein Kentucky Straight Whisky über 4 Jahre alt. Man weiß allerdings nicht oder ich konnte keine genaueren Angaben dazu finden. Er wurde destilliert in der Buffalo Trace Distille und er soll, wenn die Mash Bill auch nicht wirklich bekannt ist, die gleiche Mash Bill wie der Papi van Winkel haben. Ich hatte noch keinen Papi van Winkel im Glas. Einfach zu teuer und zu rar. Was man sagen muss, er hat also mindestens 51% Mais in der Mash Bill. Und was ich auch gefunden habe, dass der Anteil vom Weizen mindestens 16-18% betragen sollte. Was doch dann auch ein ordentlicher Anteil ist. Wie gesagt, der Roggen wurde hier im Rezept wohl durch den Weizen ersetzt. Ja, und der Rest, wie so üblich, dann gemälzte Gerste. Jawohl. Buffalo Trace gehört zum Sazerac-Konzern. Genau, den Preis wollte ich noch sagen. Ich habe ihn im Sommer irgendwann mal erworben, als man eben bei Master of Malt noch bestellen konnte. Ich meine, dass er so für 45 Euro zu haben gewesen ist. Im Moment, wie gesagt, kann man ihn nicht mehr beziehen. Selbst auf dieser Seite konnte ich ihn nicht finden. Was ich so ein bisschen schade finde, ist das.
Es ist ein wirklich billiger Schraubverschluss auf der Flasche. Da hätte sich Weller oder Buffalo Trace tatsächlich ein wenig mehr gönnen können. Bei der Einstiegsflasche, wo habe ich sie denn? Jo, vom Buffalo Trace selbst hier. Moment. Sieht doch sehr ähnlich aus. Auf jeden Fall hat man sich hier einen Korken gegönnt. Und der ist ja wirklich nochmal ein gutes Stück billiger wie der Weller. Ja, so viel dazu. Ich glaube, mehr kann ich euch gar nicht zu dieser Abfüllung sagen. Jetzt schauen wir mal, was mir der Wee L. Weller so in der Nase sagen kann. Ich zeige euch nochmal schnell den Whisky im Glas. Er liegt schön mit einer tollen Farbe im Glas. Ich würde es als einen etwas helleren Kupferton beschreiben. Er zieht auch schöne Legs im Glas. Ja, genau. Ich werde euch auch noch ein paar Bilder einblenden, wie üblich, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber jetzt schauen wir mal, was er mir so in der Nase sagen kann. Hat eine wirklich angenehme, weiche Süße. Man kann trotzdem 45 Volumenprozent die Nase richtig tief ins Glas halten, ohne dass der Alkohol in der Nase zu stechen beginnt. Schöne Vanillenoten. Wirklich angenehm. Ich habe so cremige, weiche Noten. Also wirklich so ein wirklich zartes, weiches Karamell in der Nase. Honig. Ja, ein bisschen so Toffee und dabei ist auch so eine leichte Teenote für mich zu finden. Nicht so wahnsinnig komplex die Nase, aber wirklich sehr, sehr angenehm. Auch vielleicht so ein bisschen die Note von frisch gemähtem Gras, die ich immer wieder bei Wheated Whiskys finden kann. Ja, jetzt wo ich so ein bisschen mehr dran rieche, wird diese Note tatsächlich auch immer stärker und drückt diese vanillige Süße so ein kleines bisschen in den Hintergrund. Okay, dann schauen wir doch mal, was er so im Mund und auf der Zunge kann. Cheers! Schon als ich mir den W. L. Weller auf die Zunge gegossen habe, hat er sofort eine richtig schöne, fruchtig-aromatische Süße ausgepackt. Er war weich, rund und als ich ihn ein bisschen länger im Mund hatte und auch beim Schlucken, hat er dann schon so eine angenehme, aber doch relativ kräftige Würze und Bitterkeit an den Zungenrändern liegen gelassen. Die Süße, die Fruchtigkeit bleibt da. Ich würde sagen, es ist so eine Weintrauben, weiße, gelbe Weintraubenfruchtigkeit, die ich da so im Mund habe. Die Fruchtigkeit bleibt auch, aber leider fängt er relativ schnell, nachdem man ihn geschluckt hat, auch wieder zu verblassen an. Im Nachgang bleibt bei mir jetzt halt bei der Süße auch so ein bisschen, das ist so eine Candies-Zuckersüße,
die ich im Mund habe. Und dazu recht passend eigentlich bleibt noch das Aroma von grünen oder schwarzen Tee im Mund übrig. Ein wirklich interessanter und spannender Whisky, wenn auch nicht zu tiefgreifend. Also ein leichter, schöner Wheated Whisky, möchte ich behaupten. Jetzt probiere ich noch mal einen Schluck. Auch beim zweiten Mal wieder wirklich eine schöne vanillige Toffeesüße. So eine fruchtige Weintraubensüße ist da. Wirklich sehr, sehr angenehm und weich. Ganz lecker. Da macht die Buffalo Trace Distille wieder einen richtig guten Job, möchte ich sagen. Dabei eben diese pfeffrige Würze, die an den Zungenrändern bleibt, die aber gar nicht aufdringlich ist. Ein schöner Kentucky Straight Bourbon Whisky, muss ich sagen, der mir wirklich gut gefällt. Freue mich, dass ich im Sommer diese Flasche, die im Moment tatsächlich anscheinend, also zumindest wo ich geschaut habe, nicht mehr zu erwerben ist, noch zu Hause habe. Ich hoffe, der bleibt auch noch länger in meinem Regal. Mal schauen, vielleicht kommt ja auch mal Besuch vorbei, den ich dran probieren lasse. Ja, mein Fazit, der W.L. Weller Special Reserve ist seine, für den ich sie bekommen habe, circa 45 Euro wert, wenn ihr Wheated Bourbon mögt. Und an diese Flasche für den von mir aufgerufenen Preis bekommt, dann kann ich nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Er ist wirklich ein schöner und genussvoller Bourbon. Das einzige Manko, muss ich wirklich sagen, was ich jetzt so auf die Schnelle entdecken kann, ist der wirklich grausige Schraubverschluss auf der Flasche. Das muss tatsächlich nicht sein, aber gemeckert auf hohem Niveau. Ich freue mich, dass du wieder bei meinem Video dabei gewesen bist. Sei auch bei meinem nächsten Video dabei. Lass mir gern ein Like da, kommentiere unter meinem Video. Lass mir, wenn du es noch nicht getan hast, bitte ein Abo da. Ich kann das wirklich gut gebrauchen. Erzähle in deinem Bekannten- und Freundeskreis von meinen Videos weiter, damit vielleicht auch diese ein Abo bei mir dalassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!